So, ihr Lieben, ja, nachdem so viele geantwortet haben, dass ich doch mal diesen Auszug von Esther Hicks übersetzen soll, werde ich mir jetzt die allerbeste Mühe geben, das für euch zu tun. Es ist nicht wirklich einfach, denn sie spricht sehr schnell. Das liegt auch daran, dass sie channelt. Sie hat 1989 angefangen, das Geistwesen, das sie Abraham Hicks nennt, zu channeln. Und sie hat dann gemeinsam mit ihrem Mann Jerry Hicks verschiedene Bücher geschrieben und hat auch auf Deutsch übersetzte Bücher. Eins davon heißt Ein neuer Anfang, das andere heißt Wünschen und Bekommen. Sie hat noch viel, viel mehr, aber hauptsächlich macht sie eigentlich Events, unter anderem Cruises, wo sie macht und auch andere Events, Zweitages-, Eintages-Events, hauptsächlich in Amerika. Ich war auf einem in Rom, das ist mittlerweile auch schon 4 Jahre her. Damals mit meinem Sohn, der war 14, er war super begeistert. Es ist aber eine andere Geschichte. Sie hat eine unglaubliche Energie und sie beantwortet eben in ihren Meetings oder Seminaren oder Workshops, wie man es auch nennen möchte, Fragen von verschiedenen Leuten. Und hier werde ich jetzt mal anfangen, diese Frage von dieser Frau zu beantworten. Und dann schauen wir mal, ob ich das so auf Deutsch rüberbringen kann für euch. Okay, die Frau sagt: Hallo Abraham, ich bin wirklich froh, hier zu sein. Und ich möchte dir sagen, dass ich dich sehr schätze und vor allem schätze ich deinen Humor. Und dieser Humor macht es natürlich auch so mehr spaßig und unterhaltsam. Und dann sagt Esther alias Abraham Hicks: Ja, das Leben muss Spaß machen. Und dann sagt die Frau: Ja, ich habe alles versucht umzusetzen, was du sagst, und zwar so viel ich nur kann. Aber ich stelle immer wieder fest, dass ich mich in die falsche Richtung entwickle. Und dann sagt Esther: Ja, und was heißt das jetzt für dich? Also, das sollte für dich heißen: Du gehst in die falsche Direktion, in die falsche Richtung. Und also, und sonst? Was macht es schon aus, wenn ich in die falsche Richtung gehe? Immerhin weiß ich, dass ich in die falsche Richtung gehe. Ja, und ich fühle die schlechten Emotionen und mein Steuerungssystem über meine Emotionen lässt mich das wissen, dass ich die schlechten Emotionen fühle. Ja, und dann kommt der Moment, wo du dich entspannst und loslässt und dann drehst du dich einfach nur um. Und dann gehst du wieder mit dem Fluss. Und dann wird es immer nur besser, besser, besser. Und dann sagt die Frau: Ja, aber ich hatte ein paar körperliche Symptome in meinem Körper. Und diese Symptome haben mir natürlich gezeigt, dass ich mich nicht gerade gesund fühle. Und das hat mir natürlich Angst gemacht. Ja, aber ich wollte nicht zu einem Doktor gehen, weil ich wusste, dass der nur irgendwelche Tests macht und das wollte ich auch nicht. Also habe ich selber irgendwie geschaut, dass ich mich besser fühlen kann. Ich habe zwar ein bisschen Erleichterung gespürt, aber irgendwie sind diese Symptome nicht wirklich weg. So, und jetzt gibt die Esther die Antwort und sie fragt: Ja, hast du irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass irgendwie ganz schnell etwas zu dir oder dich überkommen hat ganz schnell? Etwas, das dich wirklich erschreckt hat? Vielleicht auch in einem Film? Ja, und zwar, wenn du einen Film anschaust und du wirst so in diesen Film reingezogen und immer weiter reingezogen bis zu dem Moment, wo du wirklich körperlich krank wirst. Aber alle körperlichen Symptome sind eigentlich nur Auswirkungen oder Zeichen dafür, wie die Energie in deinem Körper fließt. Und eigentlich ist es so, dass alle Krankheiten damit anfangen, dass es irgendwo ein Gefühl der negativen Emotion gibt. Zuerst spürst du irgendwo diese widersprüchliche Energie in deinem Körper
Und dann merkst du die Manifestierung von widersprüchlicher Energie. Aber eigentlich ist es egal, wo du auf dieser Entwicklung bist, ob es ganz am Anfang ist oder schon weiter fortgeschritten bei deiner Krankheit oder am Ende. Also es macht einfach überhaupt nicht aus, ob du am Anfang oder total am Ende einer Krankheit bist. Es ist einfach so, wenn du aufhörst und dich einfach darin entspannst. Und wenn du dich dann entspannst, anstatt dich dagegen zu stemmen oder Widerstand zu leisten, dann wird dein Körper sich selbst in Ordnung bringen. Und so wie wir die Menschheit betrachten und wir sehen die ganze Menschheit, die gesamte Menschheit, ja, und wir sehen immer wieder, dass jede Krankheit dann wirklich Geschwindigkeit aufnimmt nach dem Zeitpunkt, nachdem sie diagnostiziert worden ist. Ja, und die Doktoren, die sagen, ja, aber es ist ja so wichtig, dass wir die Krankheiten in den Anfangsstadien erkennen. Und wir sagen nur, ja, genau. Wenn du die Krankheit in den Anfangsstadien erkennst, dann bringst du die auch noch dazu, dass sie genau in eine riesige, aufgeblasene Monsterkrankheit wird. Und sie sagt, du kannst eine komplett gesunde Person hernehmen, die kein einziges Anzeichen von irgendeiner Krankheit in ihrem Körper hat, und du kannst diese Person so zu Tode erschrecken, nur indem du sie in Verbindung bringst oder sie darauf hinweist, dass in den Körpern anderer Personen ganz schlimme Krankheiten vorliegen. Und einfach nur dadurch, dass sie dann auf dich gehört haben, fangen sie an, sich gegen eine Krankheit zu wehren, und dadurch lehnen sie sich gegen ihr natürliches Wohlbefinden und ihr Wohlsein auf und kommen in eine widersprüchliche Energie. Und so funktioniert es auch, dass die Krankheiten immer mehr werden auf unserem Planeten und nicht wirklich weniger. Und das sind mehr Krankheiten heute präsent und nicht weniger, obwohl man doch so versucht, gegen alle Krankheiten ein Frühwarnsystem zu installieren. Und das liegt halt daran, weil Wissenschaft und Medizin sich immer darauf fokussiert, auf das, was wir nicht wollen. Und dich dann dazu zwingen, in irgendwelche Frühwarntests zu gehen. Und was du halt sagen solltest, ist, ich lebe in einem gesunden Körper. Manchmal ist er gesünder als an anderen Tagen. Aber unter allen Bedingungen hat mein Körper die Möglichkeit, sich selbst in Ordnung zu bringen. Und es geht nicht darum, dass irgendeine Krankheit zu mir hereinspringt, sondern es geht darum, dass ich die Gesundheit heraushalte. Und ich halte die Gesundheit weg von mir, indem ich eben mich gegen alle möglichen Arten von Dingen wehre. Und ich werde nicht krank, weil ich mich jeden Tag auf Krebs konzentriere oder Diabetik oder mich jeden Tag auf irgendeine Herzkrankheit fokussiere. Nämlich bekomme ich all diese Krankheiten, weil ich immer wieder Sachen finde, über die ich mir Sorgen machen kann. Und ich finde auch immer wieder Sachen, gegen die ich sein kann oder gegen die ich mich wehren oder schützen muss. Oder ich fühle mich schuldig oder ich beschuldige andere. Und ich sorge dafür, dass ich mich in schwingungsmäßiger Disharmonie befinde, weil ich eben lange genug die Führung, die emotionale Führung, die sich in mir befindet, ignoriert habe. Und zwar, wenn ich mich gut fühle, dann gehe ich in die richtige Richtung, und wenn ich mich schlecht fühle, dann gehe ich eben in die falsche Richtung. Und das, was sich gut anfühlt, das ist der Weg zu Gesundheit und das ist der Weg zu Fülle. Aber stattdessen, als ich das mache, höre ich einfach irgendwelchen Leuten zu und die sagen, ja, du sollst hart arbeiten und Mühe machen und es schwer haben. Du musst dich schämen.
Du musst dich schuldig fühlen und du musst dich rechtfertigen. Und dann sagen sie natürlich auch noch, ja, und du musst diese Unfähigkeit von dir oder die Tatsache, dass du nicht gut genug bist, akzeptieren. Und wir sagen dir nur, in dem Moment, wo dich irgendeiner versucht zu überzeugen, dass du auch nur zu einem Partikel irgendwie nicht gut genug bist, oder auch nur ein Müh ungenügend sein solltest. Und wenn du das annimmst und akzeptierst, dann wurdest du von den Menschen im Außen auf eine potenzielle Krankheit hingewiesen, hinprogrammiert und hingeleitet. Und es ist ein Gefühl von Selbstliebe und Selbstwert, das der Gesundheit entspricht. Und ein Gefühl, oh mein Gott, ich habe irgendetwas falsch gemacht. Das entspricht der Schwingung der Krankheit. Wenn du dich selbst nicht liebst, auf die Art und Weise, wie deine Ursprungs- und Schöpferenergie dich liebt, dann hast du einfach einen Widerstand in dir, der dann halt auf die eine oder andere Art und Weise sich zeigen wird. Und aus diesem Grund solltest du sagen, oh, ist das nicht schön? Meistens fühlt sich mein Körper wirklich, wirklich gut an. Und jetzt habe ich vielleicht ein paar Gefühle und Eindrücke in meinem Körper, die mir Angst machen. Aber wir sagen dir, wenn das so ist, dann war da irgendetwas anderes, das deinen Gedanken stimuliert hat, dass irgendetwas mit dir nicht in Ordnung ist. Und zwar war der Gedanke, dass irgendetwas nicht mit dir in Ordnung ist, vor deinem unwohlen Körpergefühl vorhanden. Ja, und ehrlich gesagt sind wir wirklich überrascht, dass irgendjemand von euch gesund sein kann mit diesem Fernsehprogramm, das in euren Wohnzimmern läuft. Denn dieses Fernsehprogramm ist voll mit Informationen, die versuchen, dir Angst zu machen, so dass du ihnen Geld gibst. Und Esther hat eigentlich immer früher den Fernseher angeschrien und hat gesagt, weißt du nicht, dass du mehr Krankheit kreierst, als dass du hilfst gegen Krankheit. Und dann haben wir Abraham zu Esther gesagt, ja, aber schau mal, Esther, du wehrst dich gegen dieses Fernsehprogramm, auch wenn es für positive und gute Gründe ist. Aber wenn du dich so dagegen wehrst, das ist nicht gut für dich. Wir möchten gerne, dass du dich über diese Werbung im Fernsehen genauso äußerst oder genauso darüber denkst, wie du über Gewürze auf deinem Sandwich denkst. Und zwar einfach in dem Sinne, manche Leute mögen die und manche Leute mögen sie nicht. Es ist eine Option. Und das, was im Fernsehen läuft, das ist eigentlich nicht wirklich größer als die Gewürze auf deinem Sandwich. Ja, und jetzt kann Esther tatsächlich diese Werbung anschauen und ja, sie findet die Werbung amüsant. Und dann sagt sie zu der Werbung ganz fein und liebevoll, weißt du weißt nicht wirklich, ihr wisst wirklich nicht, worüber ihr sprecht. Weil ihr sprecht über andere Dinge als über Energiefluss. Und alles hier ist einfach nur Energiefluss. Also sind eure Statistiken auch alle über etwas anderes als über Energiefluss. Und also bin ich jetzt immun gegen alles, was ihr über das ihr sprecht. Weil ich mich mit Energiefluss auskenne. Und ich kann schon sehr, sehr früh erkennen, ob ich in Richtung Wohlfühlen und Wohlbefinden fließe oder eben dagegen. Ich brauche nicht eure medizinischen Tests und ich brauche auch nicht eure Kuren und Heilungen. Denn wenn Medizin und Wissenschaft endlich erkennen, dass sie endlich nach der Ursache der Krankheit suchen sollen und nicht nach der Kur oder nach der Heilmethode für die Krankheit, dann würden sie wissen, dass die Ursache jeder Krankheit immer eine Frequenz ist, respektive eine schwingungsmäßige Ursache hat. Denn wenn du verstehst, dass die Ursache einer Krankheit wirklich eine schwingungsmäßige ist, dann hast du sofort auch die Heilmethode dazu. Denn die Heilmethode ist einfach eine Veränderung der Schwingung.
Aber du kannst deine Schwingung nicht plötzlich von einem Moment zum anderen verändern. Und deswegen ist es wichtig, dass du einfach in Frieden kommst mit der Situation, in der du gerade bist in diesem Moment. Du kannst den Weg, wie du gedacht und gefühlt hast, nicht alles auf einmal, die Art und Weise, wie du gedacht und gefühlt hast, nicht auf einen Schlag verändern. Das kannst du einfach nicht machen, das geht nicht. Aber du musst halt einfach wirklich dich auf die Richtung, auf diese Dinge fokussieren, die du möchtest und immer wieder darauf fokussieren, was du möchtest und was du möchtest, bis du zu dem Punkt kommst, an dem du auch den Fernseher auslachst. Weißt du, wenn Esther, als Esther zuerst gehört hat, als wir gesagt haben, wenn du dich gegen Krankheit wehrst, dann erschaffst du mehr davon. Aber als sie das angefangen hat zu verstehen, sieht sie, dass diese Werbung im Fernsehen eigentlich mehr als eine Bedrohung zu betrachten ist. Ja, und für sie waren halt auch diese Werbesendungen im Fernsehen eine Bedrohung für alle die Menschen, die sie wirklich liebt und die ihr wichtig sind. Ja, und deswegen hat sie halt damals, ist sie wahnsinnig wütend geworden. Aber sie hat keine Angst mehr gehabt. Und es ist sehr viel besser, wenn du auf etwas wütend bist, als wie wenn du Angst davor hast. Denn die Schwingung von Wut ist mehr im Fluss als die Schwingung von Angst. Aber Wut ist auch nicht wirklich eine Emotion, eine Schwingung, die dir wirklich nutzt. Und deswegen lacht sie jetzt diese Werbesendungen im Fernsehen aus. Und sie beschuldigt sie auch nicht, weil sie weiß ja, sie meinen es ja nur gut. Und sie lacht sie nicht aus, in dem Sinne, dass sie sie heruntermachen will, sondern sie lacht einfach nur über das Unverständnis der Werbung im Fernsehen. Und ein Unverständnis einfach, weil die Leute überhaupt nicht wissen, wie Dinge funktionieren. Und so ist es halt, wenn du endlich verstehst, dass die Tatsache, wie du dich wirklich fühlst, unter deiner Kontrolle steht und dass du dich einfach grundlos dafür entscheiden kannst, besser und besser dich zu fühlen, dann weißt du, dass du deine Befindlichkeit unter Kontrolle hast. Und wenn du das tust, dann verschwindet auch alles andere, was du sonst noch an unerwünschten Dingen in dein Leben ziehst, einfach so aus deinem Leben.